in der Innenstadt ist es nicht mehr zu leugnen. Bald beginnt in Fürth wieder die Michaeliskirchweih. Und wir haben dieses Jahr, das ist noch für den Unbeobachteten, glaube ich, von der Öffentlichkeit, einen kleinen neuen Rundlauf tatsächlich kreiert, in der Königswarder Straße. Nicht deshalb, weil wir die Körper unbedingt vergrößern wollten, sondern weil es sinnvoll schien. Wir haben Bogenschießen und wir haben vor allem, das wäre Empfehlung für unsere glorreichen Fußballer der Spielvereinigung, Torwandschießen. Könnt nur ein bisschen üben in der Körper. Ja, dann haben wir auch was für die kleinen Mäusestadt. Vielleicht der ein oder andere aus der Jugend kennt es ja noch, aber wir haben dieses Jahr eine Mäusestadt hier mit Tausenden von Mäusen. Alles ist was für die Jugend. Meine Tochter hat es schon gesehen und gesagt, da geht es natürlich rein, ist ganz klar. Die Modellbauausstellung, insgesamt 10 Aussteller, die in verschiedenen Maßstäben unten im Röhrgebäude über 3 Tage Modellbau vom Feinsten zeigen. Also ich habe mir das in Teilen schon angeschaut, das ist Wahnsinn, wie viel Liebe, wie viel Detail drin steckt, wie viele Arbeitsstunden, wie viel Begeisterung. Da haben wir noch 2 Dinge sagen zum Image-Faktor, den kann man schlecht beschreiben, aber es gibt bei unseren ganzen Analysen auch beim Tourismuskonzept nichts, aber auch gar nichts in Fürth, was so unumstritten positiv besetzt wird. Nichts. Selbst in Nürnberg. Also überall.